Heute geht es um deine Lebensmission und wie du diese herausfinden kannst und warum du das tun solltest. Und es geht um deine Top-Performance. Ich bin Kerstin Thürmer, herzlich willkommen bei Sport und Business. Mein heutiger Gast hat sich überlegt, was er noch mehr beitragen kann in unserer leistungsorientierten Welt, in der so viele Menschen unter Druck arbeiten und immer größeren Herausforderungen gegenüberstehen. Oft bleibt dabei die Erfüllung unserer eigenen Bedürfnisse auf der Strecke. Er ist Mentor für Mission und Impact Business. Er wird dir heute über sein High-Performance-Modell erzählen, welches er kreiert hat. Und er hat jede Menge Tipps auf Lager, wie auch du deine Performance steigern kannst. Herzlich willkommen, Dominik Riesen. Hallo, Kerstin. Lieber Dominik, du bist Mentor für Mission und Impact Business. Was bedeutet das genau? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich helfe Menschen, ihre Lebensmission zu finden und dann die Mission im Business zu finden und dann diese ja, eigentlich umzusetzen in einem Impact-Business-Modell, nenne ich das. Ein Impact-Business-Modell ist ein Business-Modell, welches dem Planeten in irgendeiner Form dient, dem Planeten und der Gesellschaft. Das fasst das eigentlich so in diesem Begriff zusammen, genau. Deine Kunden sind Führungskräfte und Unternehmer, aber deine Tipps sind wertvoll für alle Menschen, finde ich. Denn wer möchte nicht seine Top-Leistungen abrufen im Sport und im Business? Ich sehe deine wöchentlichen High-Performance-Tipps auf LinkedIn beziehungsweise auch in deinem Newsletter. Was bedeutet Top-Performance oder High-Performance für dich persönlich? Das sind verschiedene Faktoren für mich. Also es geht nicht darum, immer schneller, besser und höher. Es geht eigentlich darum, grundsätzlich mal seine volle Größe zu entdecken. Und seine volle Größe zu entdecken und zu leben, basiert eben auf der individuellen Mission. Weil das ist auch das, was uns Energie gibt. Dann geht es darum, alle Lebensbereiche mit einfließen zu lassen. Also High Performance bedeutet, Performance quasi in allen Lebensbereichen, die zu integrieren. Weil dort kommt auch sehr viel Energie, sehr viel Inspiration her. Dann geht es darum, wirklich einen Beitrag zu leisten, was ich so mit Impact Business beschreibe. Also einen Beitrag für ein größeres Ziel, ein Ziel, was größer ist als du selber. Und der vierte und letzte Faktor ist dann wirklich effizienter zu werden. Also da kommen dann diese, ich nenne die immer so High-Performance-Methoden ins Spiel, wo man dann wirklich effizienter geht, aber effizienter eben auf Basis von richtigen Zielen und basierend auf deiner Mission. Das sind so die vier Faktoren. Welche Faktoren darf ich denn beachten, um meine Höchstleistung abzurufen? Also Stichpunkte sind sicher hier Ernährung, Bewegung, Schlaf, so etwas. Was kann genau. ich tun? Ja. Das sind schon, also eben, es fängt wirklich immer mit der Mission an. Das hat auf biologischen Grund, weil das gibt einem Energie, das gibt einem Fokus. Also wir nutzen eigentlich unsere Biologie, indem wir eigentlich unsere Mission finden für Höchstleistungen. Ich sage immer, das ist 80%. Und nachher kommen genauso Faktoren ins Spiel, was du sagst. Ich spreche da immer von Gesundheit, also im Bereich von Gesundheit spreche ich von Ernährung, Schlaf und Bewegung. Das sind dann so die drei Faktoren, die zusätzlich dazukommen. Genau. Und was ist wichtig? Hast du so ein paar Insider-Tipps aus deiner Erfahrung, die du auch weitergibst, was wirklich ganz, ganz wichtig ist, womit ich heute starten könnte? Ja, regle deinen Schlaf. Das würde ich so als erster Tipp geben, auch aus eigener Erfahrung, weil ich hatte sehr lange schwere Schlafprobleme. Und dann habe ich gemerkt, wie schlimm das eigentlich ist, oder wenn man nicht schläft, auf seine Performance. Also das ist kognitiv natürlich, aber natürlich auch körperlich. Also man ist dann wie nicht derselbe Mensch. Also darum, regle deinen Schlaf, also habe regelmäßige Bettzeiten, habe eine bestimmte Schlafdauer, das kann man rausfinden, je nach Typ, was dann die optimale Schlafdauer ist. Und vielleicht eins vorweg, es ist nicht 8 Stunden, oder genau 8 Stunden, aber ja, genau. Also das würde ich so als erster wirklich sofort Maßnahme. Wenn das ein Thema ist, würde ich das immer empfehlen. Beim Schlafen, das interessiert mich jetzt tatsächlich. Du sagst, es gibt verschiedene Typen, das sind die Chronotypen. Genau. Was sind denn diese Chronotypen und wie finde ich das überhaupt für mich heraus? Grundsätzlich, vielleicht muss ich mir ein bisschen ausholen. Also jeder Mensch hat so eine Körpertemperaturkurve in seinem Körper. Das ist fix angelegt. Und
dann, wenn dann irgendwann die Körpertemperatur sinkt, dann geht das Melatonin, der Melatoninausstoß hoch. Und das bedeutet, dass man so langsam müde wird. Und das ist fix in einem verankert. Es gibt da vier verschiedene Typen. Und dann geht es eigentlich darum, okay, wenn jetzt diese Schnittmenge da ist, von Körpertemperatur runter und Melatonin hoch, gibt es eine optimale Bettzeit. Und wir unterscheiden eigentlich vier Chronotypen, sind angelehnt ans Tierreich. Das ist der Bär, der Wolf, der Delfin und der Löwe. Und dann kann man so einen Test machen, auf meinem YouTube-Kanal hat es auch ein Video dazu, mit auch Link zum Test. Und da kann man so einen Test machen, was bin ich jetzt für ein Typ? Und dann zum Typ sind dann eben bestimmte Bettzeiten und Aufstehzeiten fix geregelt. Gilt übrigens nicht nur für den Schlaf, gilt zum Beispiel auch für, wann ist die optimale Zeit, um gewissen Sport zu machen. Also wann ist die beste Zeit für meinen Typen, ins Fitnesscenter zu gehen? Wann ist die beste Zeit, um laufen zu gehen? Also sogar das spielt rein in den Chronotypen. Also es beschränkt sich nicht nur auf Schlaf. Das ist spannend und ich verlinke mal deinen YouTube-Kanal ohnehin in den Shownotes und da gibt es dieses Video zu sehen mit dem Test. Also ich werde es machen, mich interessiert das, was dabei rauskommt. Ja, unbedingt machen, ja. Genau, ja, für High Performance gebe ich dir absolut recht. Ich habe auch irgendwann rausgefunden, was es bedeutet, ausreichend zu schlafen. Und das ist für mich wirklich so ein sogenanntes Non-Negotiable. Also nicht zu verhandelnder Punkt. Absolut, kann ich nur bestätigen. Ne? Und man merkt dann auch, wenn man eine Zeit lang wirklich gut geschlafen hat und dann schläft man wieder vielleicht mal eine Woche oder ein paar Tage schlecht, man merkt eigentlich dann, wie sehr das eigentlich einem hindert. Weil man dann so wieder einen direkten Vergleich hat. Das ist so, so wichtig. Ja. Wir kommen noch mehr auf die High Performance. Ich möchte mal auf dein Modell eingehen schon mal. Da kommt ja die Mission ziemlich am Anfang. Mhm. Warum ist es überhaupt relevant, dass ich meine Lebensmission herausfinde? Mhm. Es ist zentral, weil ich bin einfach der Überzeugung, dass jeder von uns ist aus einem gewissen Grund da. Und das gilt eigentlich zu erkennen und auszudrücken. Also wie kann ich meine größten Stärken einsetzen für etwas Größeres? Und das ist fix in uns verankert. Das lässt sich ableiten aus unseren Lebensgeschichten. Das kann eigentlich innerhalb von, je nachdem, 2,5 bis 3 Stunden kann das eigentlich herausgefunden werden. Relativ eigentlich effizient. Das ist ein großes Warum. Und dann von dem leitet sich eigentlich alles ab. Also wie kann ich mein großes Warum tagtäglich leben. Und da fühlt man sich besser, man ist sich, man ist wirklich sich, man kann es nicht anders beschreiben, man lebt sich, warum man hier ist, was man in die Welt bringen möchte und es geht einem wirklich besser, hat auch mehr Energie, weil das zu leben gibt einem effektiv Energie. Es ist meine Natur quasi. Also ist sehr, sehr wichtig. Und das natürlich auch zu kommunizieren, weil du findest dann auch Menschen, die dich, was immer das dann ist für dich, dich unterstützen auf deinem Weg. Also das hat dann auch wieder Einfluss auf die übrigen Lebensbereiche, kann man sagen. Und auf deinen ganzheitlichen Erfolg. Ich denke, dass wir das alle kennen, dass wir einer Tätigkeit manchmal nachgehen, wo wir endlos bis in die Nacht hinein nicht aufhören damit, wenn es wirklich so viel Freude bereitet. Ja. Bei mir war es tatsächlich, meine Videos zu schneiden. Also ich habe sehr gekämpft mit dem letzten. Aber da das so sehr mein Herzensthema ist, habe ich wirklich einen halben Tag bis spät abends das zusammengeschnitten, weil das einfach mein Thema war, weil mir es so wichtig war. Das ist dann vermutlich so auf dem Weg zur Mission, also nicht zu sagen, dass meine Lebensmission jetzt ist, Videos zu schneiden, aber der Punkt ist, dass wir merken, dass wir einfach dann in dem berühmten Flow sind und ja, irgendetwas tun, was uns mit Sinn erfüllt. Genau, genau. Und es gibt ja verschiedene Level von Mission. Also in meinem Modell ist mal, sagen wir, die Lebensmission auch der erste Schritt, wie du das schön gesagt hast. Aber aus dem leitet sich dann auch nachher die Mission ab für den Beruf zum Beispiel. Das ist dann wie ein zweites Level, aber leitet sich ab aus dieser großen Mission. Und dort kommen dann vor allem im Beruf, im Bereich Beruf, ich nenne das diese MTM, also Massively Transformative Mission. Und die beruht wirklich auf deinen Leidenschaften. Und wie kannst du jetzt mit deinen Leidenschaften, das wäre jetzt zum Beispiel etwas, was du gesagt hast, die für ein größeres Ziel einsetzen. Und das wiederum hat dann einen extremen Einfluss auf deine Biologie. Also du kriegst dann durchs Tun, also schüttet das Hirn zum Beispiel verschiedene Hormone aus, zum Beispiel Dopamin, Oxytocin.
Und das ist so wie das Belohnungshormon. Du willst eigentlich immer mehr von dem machen. Du kannst immer weitermachen. Du hast mehr Fokus. Und das ist so der Kreislauf. Und dann mit der Zeit, wenn du eben diese gute Mischung gefunden hast und diese Hormone ausgeschüttet wirst, dann plötzlich gehst du in Flow. Gehst du in diesen Flow-State. Aber die Basis ist eben, die Mission zu haben. Also das zu tun, für was du brennst. Abgesehen davon, dass ich dich jetzt natürlich buchen kann, deine Coaching-Programme, Seminare, ich verlinke deine Homepage, da steht nochmal alles. Hast du einen Rat für die Zuhörer, wie ich mir denn jetzt Gedanken über meine Mission machen kann? Zunächst mal für mich selbst. Ja, also ich würde wirklich mal sagen, geh mal im Leben ein bisschen zurück. Also ich spreche immer so vom bis zum 18., 20. Lebensjahr, so in dieser Phase. Und such dir mal Dinge raus, die dir passiert sind, positiv und negativ, also Geschichten. Und versuche, Gemeinsamkeiten zu finden zwischen diesen Geschichten. Also welche Qualitäten konntest du in diesen Erlebnissen an den Tag legen? Und da, du wirst sehen, also ein bisschen nach der Emotionalität gehen, hohe oder tiefe Emotionalität. Und dann hast du die richtigen Geschichten. Wähle da 6, 7, 8 Geschichten mal aus und dann versuche, Gemeinsamkeiten zu finden. Und dann beginnst du so ein bisschen herauszukristallisieren, was könnte das sein? Und vielleicht ein anderer Tipp wäre noch, wenn du gewisse Dinge tust, egal, Videoschneiden zum Beispiel, was ist eine Stärke, die dahinter steht, die du eigentlich ausleben kannst? Sich für verschiedene Tätigkeiten fragen, was gibt mir Energie, wenn ich es tue, wo vergisst sich die Zeit und welche Stärken sind dahinter? Das ist auch ein sehr gutes Indiz, dass du dein Mission in dem Moment lebst. Das ist toll, das kann jeder für sich selbst ausprobieren und das geht genau in die Richtung, was ich immer sage, meiner Meinung nach sind wir gut in dem, wofür wir wirklich brennen. Hm. Das siehst du vermutlich genauso, du hast es ja in anderen Worten eben ausgedrückt. Genau. Und das heißt nicht, im Umkehrschluss heißt nicht, dass man nicht an diesen Dingen arbeiten kann oder soll. Also man kann was gut, man brennt für das, man hat Energie, aber dann hat man auch mehr Motivation, das wie weiterzuentwickeln oder noch besser zu werden. Man nennt es auch so Mastery, also Meistern dieser Fähigkeit, dieses Skill. Aber ja, bin ich absolut bei dir. Ja. Und in den Sport übertragen ist es auch genauso. Ich möchte mir bestimmte Fähigkeiten aneignen. Ich möchte in einer Sportart schneller oder besser, was immer besser bedeutet, werden. Da bleibe ich auch dran und brenne ja dafür, weil es mein Sport ist. Und das passt auch auf den Sport bezogen. Total. Ja, total, ja. Und das Sportler beschreiben ja das viel, oder? Diesen Flow-Zustand. Runners High zum Beispiel. Das ist genau das, oder? Weil die so im Moment sind, weil die so Spaß haben in dem, was sie tun und im Moment sind. Und dann werden diese Hormone eben auch ausgeschüttet. Und dann kommen wir in diesen Flow-Zustand. Ja, absolut anwendbar. Und vielleicht ist es im Freizeitsportbereich nicht unbedingt die Lebensmission, wenn man jetzt seinem Sport nachgeht, aber ich kann absolut bestätigen, dass dieses große Warum dahinter, wenn das passt, dann passt auch das, was ich gerade sportlich tue. Also den Moment habe ich erlebt bei meinem letzten Wettkampf, wo es sich einfach so richtig angefühlt hat, an der Startlinie zu stehen und ich genau wusste, das ist es. Ich gehöre hierhin, ich wollte hierher, ich möchte jetzt nichts anderes tun, als mich dieser Herausforderung zu stellen. Ja. Genau so, ja. Das ist dann, ich denke jetzt gerade ein bisschen durch in mein Modell. Das wäre wahrscheinlich auch so ein Lebensbereich Gesundheit dann auch ein Stück weit verankert gewesen. Diesen Wettkampf, oder ist es bei dir jemals eher so berufungsmäßig? Oder wie würdest du das so einteilen? Es war auf jeden Fall ein Traum und ein sehr großes Ziel. Und natürlich spielt die Gesundheit die zentrale Rolle und das Körpergefühl. Denn in dem Moment, wo du lange auf etwas hintrainierst, über Jahre, dann an der Startlinie stehst, bist du im besten Fall in der Form deines Lebens. Ja. Das fühlt sich in jeder Hinsicht fantastisch an. Und wenn du dann auch noch mental gut vorbereitet bist und weißt, dass du es ins Ziel schaffen wirst über den Tag, dann ist es genau das, ja, dann steht genau diese Gesundheit, Körpergefühl, Mission, also ich glaube, da kommt fast dein ganzes Modell mit rein. Ja, super, ja, schön gesagt. Jetzt hast du ja weniger Sportler als deine Kunden, ich denke, die profitieren von deinen High-Performance-Tipps, die Sportler und generell alle Menschen, ich habe es gesagt, aber
Womit kommen denn deine Kunden zu dir, die Unternehmer, die Führungskräfte, ab mittlerem Management? Was sind deren Herausforderungen? Ja, es sind also meistens so zwei Hauptgründe. Der eine Grund ist, seine Berufung zu kennen. Ich nenne es Berufung, es ist eigentlich ein Bereich Beruf einfach, oder? Ich nenne es Berufung. Für was bin ich da? Was will ich in die Welt bringen? Die sind jetzt schon sehr erfolgreich, oder? Aber die wissen, ja, was gibt es noch mehr? Etwas mit mehr Sinn. Ich will etwas mit mehr Sinn machen. Das ist so der eine Hauptgrund. Was ist das für mich? Und der zweite ist, ich nenne das Work-Life-Integration, dass die sagen, ja, ich bin sehr erfolgreich, aber andere Lebensbereiche wie Gesundheit, wie Beziehungen, die brechen wie auseinander und ich will das nicht mehr. Ich will eigentlich alle Lebensbereiche bedienen und wie können wir das quasi ja, aus einem Guss machen? Das sind die zwei Hauptgründe, kann ich sagen. Jetzt haben wir schon dein Modell angesprochen, die Mission-Footprint-Methode. Du hast es, ich sag mal, erfunden, ins Leben gerufen, ist auch eine geschützte Marke. Ich möchte mal auf dein Modell jetzt auch eingehen. Beschreib doch mal bitte, wie das aufgebaut ist. Es sind 7 Schritte. 7 Schritte für mehr Sinn im Leben. Ich nenne es eigentlich ein High-Performance-Modell, welches Work and Life integriert. Und die 7 Schritte sind, das beginnt, wie du vorher schon gesagt hast, mit der Mission. Also was ist deine Mission, deine Lebensmission? Wir starten da. Das ist der erste Schritt. Und dann der zweite Schritt, der geht eigentlich recht stark mit dem ersten einher, sind die Werte. Also was sind meine Werte? Und diese Werte kann man auch aus den Geschichten, seine Lebensgeschichte eigentlich auch sehr gut ableiten. Es ist ganz wichtig, dass wir unser Leben bauen auf unseren Werten. Und dann das dritte sind die Stärken. Das ist der dritte Schritt. Also was sind meine Stärken, aber übergeordnete Stärken. Also man nennt das Charakterstärken. Und diese 3 ersten Schritte mal beschreibe ich immer als die Einzigartigkeit. Also das hat nie, so in der Kombination hat das niemand auf der Welt, nur du. Und das ist auch, wenn ich sage, ich meine, jeder ist einzigartig. Das kommt auch in diesen 3 Schritten zur Geltung. Und dann, das ist auch die Basis dann für alles. Für alles meine ich, dass der 4. Schritt ist die Vision. Also jetzt bauen wir eigentlich aufgrund dieser Einzigartigkeit eine Vision. Eine Vision über sämtliche Lebensbereiche. Also ich habe 9 Lebensbereiche. Und im Zentrum ist die Berufung, aber eben es muss abgestimmt sein mit allen anderen 8. Und dann der 5. Schritt ist dann, Vision ist schön, ist inspirierend, soll inspirierend sein, aber jetzt möchten wir das ja auch umsetzen. Das ist wie beim Sport. Wenn ich eben ein Ziel habe, einen Marathon zu rennen, ich brauche konkrete Ziele, wie ich trainiere, dass ich da hinkomme. Also definieren wir messbare Ziele, konkrete messbare Ziele, um diese Vision umzusetzen. Und dann geht es um Ressourcen, also was musst du neues Wissen dir aneignen, um überhaupt diese Vision zu erfüllen, weil optimalerweise führt dich die Vision aus deiner Komfortzone, weil richtig großartige Dinge sind nie in der Komfortzone entstanden und darum wirst du wirklich, dir neue Dinge aneignen müssen. Und dann der letzte Schritt, der 7. ist dann diese High-Performance-Methoden. Ich spreche von 9 verschiedene High-Performance-Methoden. Dort geht es eigentlich darum, jetzt diese Ziele, diese Vision so effizient wie möglich umzusetzen. Und das rundet eigentlich so das Modell dann ab. Also von der Mission bis zur Umsetzung. Wobei dann die High-Performance benötigt wird, überhaupt fit zu sein für den Job, fürs Leben. Du sprachst es an, Dominik, die Lebensbereiche, die alle auch zusammenpassen sollten. Mir bringt es ja nichts, wenn ich Karriere mache und irgendwie meine Beziehungen kaputt gehen und ich dann am Ende alleine dastehe, wenn auch an der Spitze. Ja. Aber viele beginnen immer hinten. Ich will effizienter, schneller, besser werden, aber vorne irgendwie geht aus dem Waffer ab. Gut Deutsch gesagt. Und darum beginnen wir eigentlich immer vorne und sagen, ja, aber für was willst du effizienter, besser, schneller werden? Ja, du musst die richtigen Ziele haben, die intrinsisch aus deinen tiefsten Bedürfnissen rauskommen. Und darum machen wir das auch so. Und das habe ich vorher schon eben kurz gesagt, eben darum sage ich auch, dass der erste Teil ist 80% von High Performance. Also brenne ich für meine Ziele, um dann eigentlich auf der Basis besser, schneller zu werden. Das ist ein Riesenunterschied, ein Riesenunterschied. Dein Modell ist auf deiner Homepage auch grafisch dargestellt, die ich dann verlinke. Da muss jetzt keiner zuspulen oder mitschreiben. Das kann man sich anschauen, genau wie es aufgebaut ist, was du gerade beschrieben hast.
Und ja, für mich ist es wirklich auch auf Sport übertragbar. Wir haben es schon angesprochen, es geht ja um Ziele, es geht um das, wofür wir brennen. Und ob du jetzt die Unternehmer betreust oder ich mir überlege, was ist mein nächstes sportliches Ziel, wie komme ich überhaupt dorthin, was brauche ich eben für Fähigkeiten, ja, was brauche ich für ein Mindset, warum will ich das haben, was ist die Vision dahinter? Also auch da sind wir wieder, wie meine Sendung heißt, bei Sport und Business. Es passt auch wieder zusammen. Total. Finde ich sehr, sehr spannend. Ja, ja. Was ist denn deine eigene Mission? Meine, also du, Lebensmission, meinst du? Ja, genau. Ja. Mhm. Aber das muss ja nicht immer alle verstehen, weil es sehr individuell ist. Ich sage es jetzt einfach mal. In Oneness und tiefe Verbindung zu Menschen. Menschen Wissen weitergeben, Menschen inspirieren, damit sie mit ihrer Einzigartigkeit ihre volle Größe ausdrücken können und damit den Planeten Erde schützen können. Das ist aus meiner Lebensgeschichte, ja, ist es entstanden. Und dann aus dem leitet sich auch mein Business zum Beispiel, leitet sich eins zu eins aus dem ab. Ja. Und auch wie ich das mache, oder? Ja. Ich spüre hier auch deine Leidenschaft und sehe und höre sie auch raus. Wie hast du denn deine Leidenschaft gefunden, die dich jeden Tag antreibt, weiterzumachen? Viel innere Arbeit. Das ist jetzt nicht so sexy, ich weiß. Also es gibt keine Pille. Es geht wirklich darum, sich damit zu beschäftigen, was mache ich gerne, was sind meine Stärken. Sich wirklich mit sich selber zu beschäftigen, sich auch gut zu sagen wir, analysieren, sich auch Hilfe zu holen. Ich habe auch viel mit Coaches zusammengearbeitet. Ja, und dann einfach rausgefunden und dann auch Dinge einfach probiert. Macht mir das wirklich Spaß, gibt mir das Energie. Und dann hat es auch mal so einen falschen Abzweig gegeben. Da kann man wieder korrigieren. Und ja, es war schon ein Prozess über längere Zeit. Und jetzt habe ich eigentlich, dass das jetzt nicht jeder machen muss, so wie ich, Try and Error, habe ich dann eben dieses Modell daraus, aus diesen Erfahrungen, gepaart natürlich mit Wissenschaft, fundiert wissenschaftlich, habe ich dann eigentlich dieses Modell kreiert, dass es eben schneller geht, als jetzt nur als ein paar Jahre, wie es bei mir war. Wie es ja immer ist, wenn wir uns Unterstützung durch Coaches holen, nicht weil ich selber auch coach, aber ich bin ja ein riesengroßer Fan von Coaching, ich hole mir auch immer Unterstützung, dass du einfach ein paar Abkürzungen bekommst. Ja, natürlich kannst du auch alles alleine machen, aber es kann auch sehr viel Freude machen, sich auszutauschen. Genau, diese Außensicht ist halt schon sehr gut. Und auch heute, ich habe für verschiedene Themen verschiedene Coaches, für Business-Themen, für persönliche Themen. Ja, also ich habe das lange auch nicht gemacht, wenn ich ehrlich bin. Aber ich möchte es nicht mehr missen, das nicht zu haben. Ich bin sehr dankbar, dass da Unterstützung da ist, ja. Kommen wir nochmal auf den Punkt Ziele setzen. Ich weiß ja von dir, dass du dir sehr große Ziele vornimmst. Ja. Wie gehst du damit um? Warum setzt du dir überhaupt so große Ziele und wie gehst du an die ran? Also warum? Weil ich, eben wenn man dann gefunden hat, für was man brennt und für was man dieses größere Ziel, dann gibt es eigentlich gar keinen Weg vorbei, als sich große Ziele zu setzen, weil man will dann das Problem lösen oder Teil dieser großen Lösung zu sein. Und vor allem in meinem spezifischen Fall geht es ja darum, den Planeten zu schützen. Und wie die meisten wissen, rennt uns ein bisschen die Zeit davon. Und das ist nochmal eine zusätzliche Motivation, eigentlich sich noch größere Ziele zu setzen. Und ich sage immer, setz dir, wenn du dir solche Ziele setzt, was ich noch sieht, und du erreichst die vielleicht oder vielleicht runter, dann bist du da. Aber wenn du solche Ziele setzt und du landest vielleicht da, dann hast du einfach mehr erreicht. Und darum setze ich mir eigentlich große Ziele oder so einen Spruch, den ich auch immer sage. Also, wenn du vielleicht für den Mond gehst und den Mond verfehlst, vielleicht triffst du irgendwo noch einen Stern unterwegs. Und das ist immer schon nicht schlecht. Darum, genau. Und wie ich das mache, ich mache das sehr strukturiert. Ich lerne auch so die Methode, dass wir sagen, wir haben jetzt diese große Vision und dann brechen wir die eigentlich runter in Ziele. Mal Ziele für die Vision. Also ich spreche da immer, so eine magische Zahl ist 3 bis 5. Also 3 bis 5 Ziele, nur 3 bis 5 Ziele, um diese ganzheitliche Vision zu erreichen. Und diese 3 bis 5 Ziele breche ich dann runter in Jahresziele, in Quartalsziele, Monatsziele. Und dann plane ich eigentlich die täglichen Aktivitäten,
aufgrund dieser Ziele. Also ich weiß immer genau, warum ich was tue und auf welches Konto, Ziel zahlt das eigentlich ein. Und das reflektiere ich auch in meinem Tagesplan. Also ich plane dann auch Zeiten fix ein in meinem Kalender, um mit gewissen Aktivitäten, um an diesen Zielen zu arbeiten und nur an diesen Zielen. Da habe ich übrigens, wenn ich darf, gerade etwas Kostenfreies gemacht, wie man Ziele setzt, wie das auch zusammenhängt mit der Mission. Also wer Interesse hat, kann sich gerne melden. Da kann ich das zur Verfügung stellen. Sind 3 Videos an, ich glaube, 1 Stunde oder so. Das kann man ja dann irgendwie über eine Woche oder 2 Wochen dann sich anschauen. Da habt ihr auch einen guten Praxisleitfaden drin, wie man das dann anwenden kann. Verlinke ich auch sehr gerne. Und das ist tatsächlich auch die Frage, wie kann man denn am besten in Kontakt mit dir treten? Ja, es gibt so 2 Hauptwege. Das eine ist meine Homepage. Das ist www.dominik-riesen.com. Das ist so ein zentraler Ort und da findet man auch alle Links dazu, zu anderen Angeboten, YouTube-Kanal, meine E-Mail-Adresse logischerweise, auch LinkedIn-Profil. Oder man kann mich direkt auf LinkedIn dann auch kontaktieren oder finden auch unter meinem Namen Dominik Riesen. Dort bin ich sehr aktiv und da kann man mir eine Nachricht schicken. Genau, das würde ich sagen, sind so die 2 Hauptgefäße.